Hallo, ich bin Heli Schimmer von der Flirt University. Und in dem nächsten Video kann man ganz leicht erfahren, wo die guten Männer sind. Also wo du jemanden kennenlernen kannst, der zu dir passt. Super, ich bin schon mal einer. Hey, Heli, setz dich. Genau, die guten Männer liegen nämlich nicht meistens auf deiner Couch rum. Das ist nur bei Heli Schimmer der Fall. Mein Name ist Horst Wenzel und gemeinsam mit Heli möchte ich dir jetzt erklären, wo du am besten deinen Traumtypen finden kannst, wenn du vielleicht noch gar keinen im Visier hast. Ist also die Frage, wo kann man denn so rausgehen? Was wäre denn so dein Tipp, wo man als Frau hingeht, um vielleicht angesprochen zu werden? Ja, ich weiß nicht, so die Klassiker. Abends weggehen, tanzen mit der Freundin, das ist so das, was man üblicherweise so macht. Jetzt war so ganz ernsthaft, ist ja. So, weiß ich also, nicht. Ich habe noch kein Mädchen erlebt, die sagt, ich will meinen Traumtypen besoffen in der Bar kennenlernen oder besoffen im Club. Ist einfach nicht so. Ja, sind ja nicht immer alle besoffen, aber trotzdem hast du recht, das ist, finde ich, nicht die ideale Umgebung. Ich glaube, das kommt doch drauf an, was man selber so will. Also, wenn ich jetzt sportlich bin, wenn ich auch gerne einen Mann kennenlernen möchte, der gerne Sport macht, der ja, ein lustiger, offener Typ ist, dann soll ich vielleicht nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen. Dann gehe ich vielleicht irgendwo in einen Sportverein oder gehe mal mit Freunden zum Klettern oder ja, sowas. Also strukturelle Sachen sind erstmal gut, ne? Weil man dadurch sag ich mal, auch in einen stärkeren Kontakt kommt. Also ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, was für ein Umfeldwechsel man eigentlich dadurch macht, dass man zum Beispiel in einen neuen Sportverein geht, neues Hobby anfängt und das halt regelmäßig macht. Mhm. Dadurch wird man automatisch eine gewisse Bindung auch zu den Menschen da aufbauen. Wenn man sich dann einen Schlag von Menschen aussucht, die auch eine besondere Eigenschaft haben, also zum Beispiel ich bin Beachvolleyballspieler und lerne über das Beachvolleyball einfach viele coole Leute kennen, da gibt es natürlich auch zum Beispiel verdammt coole Männer. So, jetzt kommen Tausende von Frauen in unsere Beachvolleyballvereine, das ist natürlich großartig. Nee, also das wäre so ein Ding, ne? Dass man sagt so, okay, neben dem, klar, Standard nachts feiern, okay, super, den wollen wir mal nicht so thematisieren, weil das ist, glaube ich, allen bewusst. Klar gibt es da Läden sicherlich, die vielleicht nochmal besser sind auch nachts, ne? Also wo man dann vielleicht eher das Klientel ist, was man ja dann haben oder was Frau dann haben möchte. Das andere Ding sind Vereine, das haben wir jetzt schon. So, darüber hinaus, wie siehst du es denn mit Alltagssituationen? Also ich glaube, das hat auch viel mit der eigenen Einstellung zu tun. Also wenn ich jetzt so immer so geschlossene Augen habe und so ein bisschen bedröppelt rumlaufe, dann ist das nicht so zielführend, als wenn ich einfach auch selber positiv bin. Also wenn ich rausgehe, was weiß ich, wenn ich einen riesen Einkauf habe und ja, und ich fahre durchs Kaufland und ich habe viel zu schleppen oder so, warum nicht dann, wenn da netter ist, mal sagen, kannst du mir vielleicht ein bisschen... Du machst so die Hilfenummer dann? Nö, nicht unbedingt, aber ist doch eine Möglichkeit. Ist eine Möglichkeit, kann auf jeden Fall funktionieren, dass man, sag ich mal, wenn man jemanden sieht, den halt auch bewusst anspricht, als Frau aber besser erstmal so ein bisschen indirekter und zum Beispiel so einen kleinen Vorwand wie, ja, kannst du mir kurz helfen oder kannst du mir das oder das vielleicht kurz sagen? Ich habe mir sagen lassen, Männer sind gerne Helden. Männer sind gerne Helden, das stimmt. Ja, das stimmt. Wir sind gerne Helden. Und ich finde das auch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, als Frau rauszufinden, wie ist er denn eigentlich drauf. Wenn er dann doof reagiert, weißt du schon, okay, das ist er nicht. Wenn er aber sehr hilfsbereit ist gleich, weißt du schon mal, schöne Eigenschaft. So. Okay. Ja, und was ich auf jeden Fall gerade jetzt auch zu der Jahreszeit ganz wichtig finde, rausgehen. Pass. Also bei dir in der Bude, da kennt dich jeder, da lernt man keinen kennen. Also geh raus, alleine oder mit der Freundin und dann auch nicht so... hier so ganz alleine, 100.000 Meter Platz. Nein, wenn da nette Leute sind, geh einfach in die Nähe und dann, man kommt leicht in Kontakt. Man muss sich einfach ein bisschen trauen. Genau. Nicht so vielleicht auch bewusst als Frau mal so eine Männergruppe tangieren. Also ihr seid beide irgendwie unterwegs. Dann ja, lauft doch einfach ein bisschen näher an denen vorbei. Das hast du vorhin gesagt, so offen durch die Welt gehen. So Offenheit drückt sich natürlich auch in deiner Körpersprache aus. Wenn man die ganze Zeit nur total bitter guckt, so, dann spricht dann bestimmt keiner an. Wenn man aber einfach gut drauf ist, viel lächelt, so, dann sehen Männer auch, okay, das ne, scheint irgendwie eine nette zu sein und die tut mir erstmal nichts. Weil, was dir klar sein muss, selbst wenn der Typ noch so selbstbewusst für dich vielleicht erstmal wirkt, die meisten Männer sind es de facto nicht. Das habe ich aus Hunderten von Coachings mit Männern erfahren, dass
ganz viele Männer einfach auch wirklich Selbstwertprobleme haben und erstmal das Problem haben, dass sie Angst haben, wenn sie zu dir hingehen, dass du dann total doof reagierst. Ich sage immer, gib dem Mann die Chance, den Mut zu packen. Und wenn man dann freundlich ist und schon mal so ein bisschen so ein kleines Signal gesetzt hat, dann klappt das viel besser, als wenn man auf die Gegend läuft. Genau, du machst es, den Blick heben, also einfach mal so mehr Leuten in die Augen schauen. Bei der Flirt University nennen wir das den Interessensradar. Also guck doch einfach mal in deinem Umfeld, wo du rumläufst, als Frau, egal ob das jetzt im Kaufhaus ist, ob das auf der Straße ist, auf dem Weg zur Arbeit, an der Bushaltestelle, in einem Park oder auf dem Weg zu deiner Freundin, das ist komplett egal. Wichtig ist, dass du selbst den Blick hebst und dich einfach auch mal umguckst und dir bewusst wirst, was sind eigentlich für Männer in meinem Umfeld, und wenn du dann denen einfach zum Beispiel schon mal in die Augen schaust und leicht lächelst, dann ist das schon mal so die erste kleine Einladung, die du halt auch aussenden kannst. Das macht halt einen Riesenunterschied. Wenn man nur böse guckt und immer geradeaus, dann werden dich die wenigsten Typen ansprechen. Wenn du aber einen einfach mal so leicht anlächelst, dann, ja, wenn er selbstbewusst ist, wird er dann auch kommen. Das kann als so eine kleine Einladung gedeutet werden. Deswegen schmeiß jetzt deinen Interessensradar an, wenn du rausgehst, und dann hoffen wir doch, dass dein Traumtyp dir über den Weg läuft und dich hoffentlich dann auch anspricht. Bis bald. Tschüss. Ciao. Yeah.